Wow. Wow. Ich bin nicht in der Stimmung zu plaudern, Mr. Reed. Okay, auf ihn können wir auf jeden Fall nicht mehr setzen. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, weil er will sich ja kein bisschen was, irgendwas annehmen. Na gut. Soll nicht unser Problem sein. Ich würde halt bloß. Kann er ja mal bitte über den Zaun, danke. Ich würde halt bloß echt gerne wissen, was passiert wäre, wenn ich ihm gesagt hätte, dass ich ihn erschossen habe. Ich war erst kurz davor, wo ich dann aber überlegt habe, nee, das war erst unsere erste Entscheidung, da hatten wir sie oder hätten wir sie erschießen müssen. Aber so wie der Weg ja gegangen ist, war es ja nun mal so gewesen, wie wir es halt gesehen haben. Wir haben halt Scheißdreck gemacht. Wir haben aber, wow, Punkte, warte kurz, Fähigkeiten 5. Ich habe da jetzt schon wieder 5. Ging ja schneller, wie ich dachte. Da könnte ich ja eigentlich Geist, ja, Explosivwaffen, was war das? Wahrscheinlichkeit steigt um 10%, dass du beim fertigen Material einsparst. Okay, dann mache ich es mal so. Da brauchte ich ja eh alles. Dann mache ich das. Dann haben wir den Geist fertig. Dann muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Obwohl, hier hätte ich auch einiges machen können. Shit. Revolver benutze ich, glaube ich, so gut wie gar nicht. Ich nutze ja mal bloß die Pistole, ne? Oder zählt das mit darunter? Ich weiß nicht, du ver. Was? Du bist ver. Wer sieht im Umgang mit dem Gewehr, was ich eigentlich auch nie benutze? Maschinenpistole benutze ich eigentlich auch so gut wie nie. Was haben wir hier noch? Du erlässt nur halb so viel Schaden, wenn du im Wasser von menschenfressenden Aalen. Ah, ja, stimmt. Zusätzliche Maschinen. Ja, gut, dann machen wir das. Ja, komm, machen wir das. Wie brauchen wir denn hier eigentlich noch? Das sind 2. Was für mich noch wichtig wäre, so 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, da ist doch noch ein bisschen. Da ist doch noch ein bisschen. Aber ich sag mal so, unser Geist ist vollkommen gestärkt. Unser Körper wird bald auch in Kampf. Ja, komm. Das kriegen wir schon hin. Na gut, grüß dich und danke doch Haben Sie mal. nichts zu tun? Doch. Dank dem Herrn, der hier wohnt. Na gut, der war immer oben, ne? War die Schiene eigentlich schon immer da? Egal. Moin. Ne, warte mal. War das nicht der falsche? Oh, warte mal kurz. Warte, warte, warte. Oder ist das jetzt wieder der richtige? Das ist. Okay, Junior. Gerade sagen, Junior ist nicht da. Ist das jetzt wieder der alte? Also der richtige alte, der hat doch hier einen Doppelgänger gehabt. Warte mal kurz. Kann ich mit ihr? Na, wie geht's, Hübscher? Ah, was machst du hier? Guten Tag, Mr. Carpenter. Freut mich, dass Sie wohlauf sind. Ja, mich auch, junger Mann. Nach dem ganzen Trubel ist das nicht selbstverständlich. Das hätte ich nie von meinem eigenen Sohn erwartet. Tut mir leid. Ach, schon gut. Das ist nichts, was man nicht mit Wein, Weib und Gesang hinter sich lassen könnte. Ich stehe noch voll im Saft, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich wollte mich dafür bedanken, dass Sie mich aus dem Gefängnis herausgeholt haben. Sie haben mir damit sehr geholfen. Keine Ursache, junger Mann. Aber ich hoffe, Ihnen ist klar, dass Sie noch nicht aus dem Schneider sind. Sie werden nach wie vor von einem Zeugen belastet. Milton Pierce. Die Polizei würde alles schlucken, was ich ihr vorsetze. Aber ohne ein paar Häppchen gibt es nichts zu schlucken. Verstehen Sie, was ich meine, junger Mann? Sie brauchen Beweise für meine Unschuld. Finden Sie den Täter und lassen Sie es meinen Verwalter wissen. Der alte Brutus kümmert sich dann um den Rest. Ich habe Graham gar nicht gesehen. Darf ich fragen, was mit ihm ist? Es ging für mich ums nackte Überleben, junger Mann. Ich glaube, mehr wollen Sie gar nicht wissen. Wer ist dieser Milton Pierce? Ach, nur einer von mehreren Schnöseln, die Bürgermeister werden wollen. Der typische Abschaum aus dem Bezirk Reed Heights, wie man ihn zur Genüge kennt. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Keine Ahnung, junger Mann. Wenn man nach den Interviews in der Zeitung geht, schwirrt er überall in der Stadt herum. Danke. Ich sollte gehen. Warten Sie einen Augenblick, junger Mann. Ich habe hier etwas für Sie. Äußerst nützlich in brenzlichen Situationen.
Schrecken Sie nicht davor zurück, die Waffe zu benutzen. In Ordnung. Nochmals, danke. Schon gut. Passen Sie auf sich auf, junger Mann. Cool. Habe ich jetzt eine neue Waffe? Okay, gut, das ist das Gewehr. Aber das hatten wir doch. Hatten wir das vorher? Ich weiß gar nicht, hatten wir das vorher schon? Wer weiß. Okay, das Ding habe ich aber auch Ewigkeit nicht mehr benutzt. Und das heißt, ich muss auch auf jeden Fall erstmal zum Zeitungsarchiv, oder? Schätze ich mal stark. Was steht in unserer Fallmap überhaupt drin? So. Wie konnte ich über Milton Pierce nicht in Erfahrung bringen? Ich weiß nur, dass er irgendwo in Bezirk Red Heights wohnt und für das Amt des Bürgermeisters kandidiert. Vor kurzem war ein Interview mit ihm in der Zeitung. Also, doch wieder zurück zur Zeitung. Aber der Typ, der den Auftrag gegeben hat, war das nicht der übelste Suffi aus der Bar? Oder verwechsel ich das gerade? Ihr könnt es mir aber sagen, vielleicht finde ich es auch jetzt schon selber raus, aber es kommt mir halt so vor. So, Oakmont Chronicle, alles klar, hinter. Natürlich ist schön, dass die Schnellreisepunkte da so relativ nah dran sind, da sparen wir uns noch ein bisschen Weg. Außerdem merke ich schon, ihr merkt es wahrscheinlich auch, obwohl das keine wirklich lange Aufnahme ist, ich meine, ich bin gerade jetzt mal bei 1,5 Stunden, beziehungsweise am Anfang der 4. Folge, aber ich merke langsam, glaube ich, dass ich alt werde. Weil sowas dann immer, so eine 2-Stunden-Session direkt nach der Arbeit, ohne das heißgeliebte Nachmittagsschläfchen, sage ich mal, eine halbe Stunde, fühlt sich schon nach mehr an. Und nicht unbedingt im positiven Sinne. Aber gut, ich will euch jetzt auch nicht mit meinen Leiden da in den Ohren liegen. Haben Sie ein Problem? Ja, ich habe ein Problem. Ich suche jemanden. Wir machen auf jeden Fall erstmal weiter. Ich hoffe, ich finde das in dem Chronicle jetzt schneller wie gerade in meiner eigenen Polizeiakte. Was eigentlich auch recht schwachsinnig war, die zu suchen. Aber hey, gut. Das, also meiner Meinung nach, was sollen wir mit unserer eigenen Polizeiakte? Normalerweise durfte er gar nichts sein. So. Oakmont Chronicle. Auf geht's und es wird nicht geladen. Das finde ich echt seltsam, warum das manchmal so ist und manchmal nicht. Sind das hier die... Okay, Zeuge. Milton Pierce, warte mal. Okay, Bezirk Red. Thema. Müsste Interview gewesen sein, ne? Interview und... Aha, Interview mit Milton Pierce. Unser Korrespondent hatte heute die Gelegenheit, durch die schönen Alleen im östlichen Teil des Bezirks Red Heights zu schlendern, um eine der vielversprechendsten Politiker von Oakmont zu interviewen. Milton Pierce Wohnhaus, das sich etwas versteckt in der Museum Avenue zwischen der Communion Road und der Hedock Street befindet, ist wahrscheinlich ein imposanter Anblick. Nichtsdestotrotz betont Mr. Pierce, wie sehr ihm die Sorgen des kleinen Mannes am Herzen liegen, was die natürlich alle labern, aber na gut, weswegen stets das Gespräch mit den Menschen in der Stadt sucht. Okay, wir haben doch, ja, dann haben wir doch mal unseren Wegpunkt schon. Warte, das war Museum Avenue. In Mai, wo ist denn jetzt der Ort? Red, genau. Museum Avenue. Muss wahrscheinlich wieder doppelt gucken. Welcher Teil war das? Im östlichen. Red Heights, Osten. Museum zwischen Canyon und hier, also irgendwo hier.
Nein, nicht Gefahr, Alter. Ich will hier bloß das setzen. Haben wir denn ein Schnellreisepünktchen in der Nähe? Ein wenig. Wo sind wir? Wir sind beim Chronicle. Alles klar, wir kommen wieder raus. Schnelle, feine Sache. Und ich... Alter. Wo geht's denn hier raus aus bei der Scheißzeitung? Okay. Besonders merke ich in der letzten Zeit, dass ich irgendwie heiser wäre. Das ist jetzt aber bloß in der gestrigen Aufnahmesession so und in der heutigen. Vielleicht, ich bin gerade ja in der Aushilfe, in einem Laden, vielleicht liegt es einfach daran. Das habe ich in meinem normalen Laden nicht. Ich weiß nicht, ob da dann die Luftfeuchtigkeit wesentlich geringer ist, dass ich dann irgendwann so ein Kratzen kriege. Ich meine, mehr rauchen tue ich nicht. Das hätte ich sonst auch gedacht. Ich rauche da sogar weniger. Weiß nicht, woran das liegt. Schon ein bisschen komisch. Warte mal, ich wollte hier oben hin, ne? Ich nehme mal den hier. Deswegen, vielleicht ist das deshalb ein bisschen belastend auch, weil ich ja dann jetzt noch knapp 2 Stunden, naja, nicht unbedingt durchweg laber, aber noch größtenteils laber. Dass das vielleicht, oh ne, das war vielleicht das Problem auch bei der gestrigen Aufnahmesession, die, naja, vor 5? Nee, Quatsch. Vor 7, 8 Folgen war der Anfang da gewesen. Da, wo ich immer, da, wo ich nach 3 Folgen dann so ein bisschen so war. Ja. Vielleicht könnt ihr euch ja erinnern. Da war es genauso gewesen. Dass ich halt echt das Gefühl hatte, dass ich die ganze Zeit heiser bin. Oder dass ich auch so ein Kratzen. Vielleicht werde ich auch langsam krank, ich weiß es nicht. Aber früh morgens ist es eigentlich weg. Deswegen, ich schätze mal, vielleicht liegt es einfach bloß an der Luftfeuchtigkeit. Vielleicht geht euch das ja auch so. Obwohl das eigentlich in der Küche halt nicht so sein sollte. Naja, okay. Kommt drauf an. Es fühlt sich zumindest nicht an, wenn ich unsere Dämpfer aufmache oder so, dann schwillt er ja auch immer der ganze heiße Dampf raus. Deswegen, ja. So, wir müssten eigentlich hier an der richtigen Stelle sein, oder? Mach mal das Ding weg. Hier dazwischen irgendwo. Aber das sind komische Wohnhäuser. Das ist kein Palast. Haben Sie ein Problem? Aha. Mein Gott. Entschuldigung. Gerade sagen, kennen wir das nicht? An den Händen dieser Person klebte Blut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Haus kommt mir aber total... Nee, warte mal. Da nutze ich erstmal... Kommt mir aber echt total bekannt vor. Und ich wollte eigentlich mal das hier spaßhalber nehmen. Weil die Plakate hatten wir auch schon gesehen. Wahlkampagne ziemlich ernst. Oder ist es wirklich dasselbe Haus und jetzt ist erst die Tür freigeschaltet? Das kann sein. Ah, dann wäre ich ja schon mal hier. Doch, war das nicht das Haus, wo ich bei einer Nebenmission schon rein war? Das kann sein. Ja, ey, du hast da was. So, Nachricht an Milton Pierce. Milton, mein geschätzter Freund. Es ist schon eine Weile her, seit wir uns getroffen haben. Ich möchte dich daran erinnern, dass du bei mir zu Hause stets willkommen bist. Wie wäre es, wenn wir endlich die Seance abhalten, über die wir so lange geredet haben? Ich hoffe, dich alsbald im Crown Theater anzutreffen. Herzlichst, Johannes. Okay, das war nicht der, dem... Vielleicht war er der Sauer... Nee, warte mal, er wurde ja angeheuert. Vielleicht hatten die auch einen? Ich weiß es nicht. Will er etwa der Alleinherrscher von Oakmont werden? Oder liest er das Buch nur der Unterhaltung wegen? Nur der Unterhaltung wegen. So, meine lieben Oakmonder. Von diesem Tage an werden wir mit einer neuen Vision die Geschichte unserer Stadt lenken. Ab sofort heißt es Oakmont First. Alter, ich hoffe, die haben sich nicht... von jemandem da inspirieren lassen. Jede Entscheidung, die hinsichtlich des Handels, der Fischerei, der Neuankömmlinge und der Innsmouther getroffen wird, soll zum Wohle der Menschen von Oakmont getroffen werden. Wir müssen die Grenzen unserer Stadt sowohl vor Fremden als auch vor den Naturgewalten schützen. Möge Oakmont wieder erblühen. Yeah. Oh, ein Bürgermeisterkandidat. Milton Pierce war zwar bisher auf dem politischen Parkett Oakmonts eher ein unbekanntes Gesicht, konnte jedoch mit seinen Wahlkampagnen unter Beweis stellen, dass er bestens für das Amt des Bürgermeisters gewappnet ist. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten.
So hat Mr. Pierce beispielsweise an einem Wasserversorgungsprojekt für Oakmont gearbeitet und engagiert sich für die Begrünung der Stadt. Neue gepflanzte Bäume verschönern bereits die Vororte und zusätzliche Parkanlagen zur Erholung und für Veranstaltungen sollen entstehen. Des Weiteren scheint Mr. Pierce mit seinen Wahlversprechen den Nerv der Bevölkerung zu treffen, insbesondere mit der Befürwortung des Baus einer Mauer um die Stadt, um einen weiteren Zustrom von Neuankömmlingen zu unterbinden. Sind das nur leere Versprechungen oder ist Mr. Pierce wirklich jemand, der Nägel mit Köpfen macht? Die Antwort darauf erhalten wir, falls oder wenn er die Wahl gewinnt. Okay. Und sowas ist ja, wie uns die Geschichte leider gelehrt hat. Hier wurde schmutzige Kleidung aufbewahrt. Man sieht noch Blutspritzer. Sehr, sehr wahrscheinlich, wenn Leute anscheinend übelst verzweifelt sind. Da hat sich jemand in großer Eile umgezogen. Bist du sicher? Okay, wahrscheinlich noch mehr Schriebser. Oh ja. So. Brief vom IOD. Mr. Pierce, im Namen unserer Organisation möchte ich mich herzlich für alles bedanken, was Sie für uns tun. Nur wenige Menschen hier haben Mitgefühl für die Flüchtlinge aus Innsmouth. Das klingt aber anders und Sie sind eine große Ausnahme. Anbei übersende ich Ihnen einen Dolch als Symbol unserer Freundschaft sowie als Beweis dafür, dass niemand von uns Ihnen etwas Böses will, solange dieses vertrauenswürdige Band zwischen uns bestehen bleibt. Mit besten Grüßen, Anna Cavendish. Das kommt mir doch jetzt ein bisschen doppelmoralisch vor. Und das kennen wir doch. Also das Zeichen zumindest. Die Form kommt mir bekannt vor. So einen Dolch habe ich schon mal gesehen. Das war ziemlich am Anfang des Spiels. Brief von Mr. Throckmorton. Sehr geehrter Mr. Pierce, trotz all der Differenzen, die wir in der Vergangenheit gehabt haben mögen, muss ich Ihnen gestehen, dass ich Sie als einen der vielversprechendsten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters erachte. Oakmont muss von einer starken Hand geführt werden, die Sie gewiss haben. Mit finanzieller Unterstützung können Sie jedoch von meiner Seite aus nicht rechnen, da ich der Ansicht bin, dass man als Bürgermeisterkandidat über entsprechende Mittel verfügen sollte. Abgesehen davon genießen Sie jedoch meine vollste Unterstützung. Hochdankend. Von wegen. Aber gut, er hat ihn zumindest mal nicht unterstützt, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Aber den Dolch, den hatten wir wirklich ganz am Anfang schon gehabt vom Spiel. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Weil ich einfach zu doof war, den zu drehen. So, ich bin jetzt hier in der Bude. Aber ich habe jetzt noch nicht krass viel Auffälliges gesehen. Kann ich hier rein? Hier kann ich nicht rein. Vielleicht gibt es ja oben noch irgendwas. Beziehungsweise unten irgendwas. Obwohl, sollte es eigentlich nicht, weil ich war hier ja schon ein paar Mal. Wenn es wirklich dieselbe Bude ist. Oh, okay, die Wäsche ist aber dann neu. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass es keine gute Idee ist, Blut nicht zu entfernen. Der Geruch kann allerlei ungebetene Gäste anlocken. Ich dachte, das wäre jetzt eine Warnung an uns, dass es gleich wieder losgehen wird. Dass irgendwelche Viecher auftauchen, mich würde es halt nicht wundern. Aber noch passiert nichts. Da muss ich wirklich irgendwas in der Wohnung übersehen haben. Muss ich. Na gut, dann zerstören wir die gute Wohnung nochmal. Und hoch können wir ja sowieso nicht. Oder kann ich hier von außen? Warte mal. Irgendein verkackter kleiner Hinweis wieder. Wie kann man sich eigentlich nur so darstellen? Das. Naja. Aber es war ja vorhin auch so gewesen, dass ich jetzt den Bücherstapel überhaupt keine Beachtung geschenkt habe, der da auf dem Tisch lag. Und defekt war das das Zünglein an der Waage gewesen, um weiterzukommen. Oh, warte mal. Gähnende Leere wie im Herzen eines Bankiers. Ist ja nicht lustig. Oh, guck mal. Das Blut sprudelte förmlich aus ihm heraus, Robert. Ui, ich bin voll damit. Okay, er ist zur Tür reingekommen.
Wird da die 1 sein? Okay, die saufen. Wo ist meine Dane-Krawatte? Ich sollte schon längst im Rathaus sein. Die Wähler werden sich wohl kaum mit meinen Wahlkämpfern zufrieden geben. Schaffen Sie die Sachen weg, Robert. Wozu haben wir unten eine Wäschekammer? Dann schauen wir uns das mal an. Ja, okay, gut. Er ist vorbeigekommen. Das Blut sprudelte förmlich aus ihm heraus, Robert. Dann hast du das gesoffen. Ich bin voll damit. Dann hier Schaffen und dann Sie hat er sich umgezogen. Wo ist meine Dane-Krawatte? Ich sollte schon längst im Rathaus sein. Die Wähler werden sich wohl kaum mit meinen Wahlkämpfern zufrieden geben. Auch ernsthaft? Oder war das zuerst? Wo ist meine Dane-Krawatte? Das Blut sprudelte förmlich aus ihm heraus, Robert. Ui. Ich bin voll. Schaffen Sie die Sachen weg, Robert. Wozu haben wir unten eine Wäschekammer? Hä? Hier haben sie nur gesoffen. Hier wird noch nicht gesagt. Da macht er seine Krawatte. Hä, oder ist das der Schluss? Warte mal. Hey, labert nochmal. Oh, toll, jetzt labern die nicht so. Aber erst. Hä? Das Blut sprudelte förmlich aus ihm heraus, Robert. Schaffen Sie die Sachen weg, Robert. Wozu haben wir unten eine Wäschekammer? Wo ist meine Dane-Krawatte? Ich sollte schon längst im Rathaus sein. Die Wähler werden sich wohl kaum mit meinen Wahlkämpfern zufrieden geben. Okay, so scheiße lief's noch nie. Wo ist meine Dane-Krawatte? Ich sollte schon längst im Rathaus sein. Die Wähler werden sich... Das Blut sprudelte förmlich aus ihm heraus, Robert. Ui. Schaffen Sie die Sachen weg, Robert. Wozu haben wir unten eine Wäschekammer? Okay. Wo ist meine Dane-Krawatte? Tut mir jetzt leid, dass das echt so lange dauert. Aus ihm heraus, Robert. Ui. Schaffen Sie die Sachen weg, Robert. Wozu haben wir unten eine Wäschekammer? Was macht mich fertig? Ich habe hier keinen... Hier ist eine Krawatte, er will los. Ich weiß nicht, er kommt ja hier eigentlich wieder? Hä? Das Blut sprudelte förmlich aus ihm heraus, Robert. Ui, ich bin voll damit. Voll damit? Schaffen Sie die Sachen. Oder so, weg, und dann geht er was Wo saufen? Ist meine Dane-Krawatte? Ich sollte schon längst im Rathaus sein. Die Wähler werden sich wohl kaum mit meinen Wahlkämpfern zufrieden geben. Ich verstehe es nicht. Theoretisch. Oh. Nicht gerade jetzt schon so durch. Es tut mir echt leid, wenn das jetzt hier gerade so ist. So voll langweilig. Ansonsten werde ich das wirklich schneiden müssen. Jetzt wahrscheinlich Opus da hängen und sagen, dass der doof ist. Das liegt doch auf der Hand. Hier säuft der. Hä? Krawatte? Er kommt zurück. Das Blut sprudelte förmlich. Sauft was? Das hatte ich ja am Anfang schon gehabt. Schaffen Sie die Sachen weg, Robert. Und wo ist meine Dane-Krawatte? Ich sollte schon längst im Rathaus sein. Die Wähler werden sich wohl kaum mit meinen Wahlkämpfern zufrieden. Und da muss das auch noch so lang sein. Okay, sorry erstmal dafür. Und ich werde jetzt hier einen Cut machen und dann seht ihr die richtige Reihenfolge. Also, bis gleich. Ich bin voll damit. Das Blut sprudelte förmlich aus ihm heraus, Robert. Wo ist meine Dane-Krawatte? Schaffen Sie die Sachen weg, Robert. Wozu haben wir unten eine Wäschekammer? Milton Pierce kam voller Blut nach Hause und wies seinen Diener an, die Kleidung nach unten zu bringen. Danach machte er sich auf ins Rathaus zu einem Treffen mit potenziellen Wählern. Ich war so knapp dran, aber okay. Gut, da bin ich auf jeden Fall wieder. Und ich habe jetzt auch alle Hinweise gefunden, das ist sehr schön. Und zum Rathaus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber es wird, glaube ich, für mich wirklich langsam Zeit, dass ich... Ja, halt... die Aufnahme mal beende. Gut, das haben wir. Ich will bloß hier das wegmachen.
Damit hier nicht die ganze Zeit irgendwas... Ja, wir haben es ja eh gelesen. So, Fallmappe, Gedankenspiel. Kann ich das schon? Nee. Ah, ich kann die blutbefleckte Kleidung in Milton Pierce' Wohnung gegen ihn benutzen, aber ich brauche noch mehr. Okay, wo haben wir den guten denn? Ist der... Danach macht er sie... Okay, zum Rathaus. Dann sollte der gute Mann auch da sein. Wo haben wir hier Schnellreise? Mal da unten. Also ihr merkt es wahrscheinlich auch. Ich merke es ja selber, dass es gerade so ein bisschen, dass ich gerade ein bisschen durchhänge. Aber so nach 10, also es ist ja jetzt keine Arbeit für mich, aber so nach 10 Stunden doch konzentriert sein oder dauerhaft konzentriert sein, ist dann auch, glaube ich, irgendwann mal Schluss. Deswegen, ich sollte vielleicht einfach meinen, na, wenn es geht, meinen Nachmittagsschläfchen nochmal weiterführen. Das ist echt erstaunlich, was eine halbe Stunde Schlaf dann noch ausmacht. Da ist man auf jeden Fall viel frischer gewesen. Das habe ich in der zweiten Aufnahmesession am gestrigen Tag dann auch gemerkt. Da habe ich dann auch noch später gemacht, ein bisschen Fernsehen laufen lassen, mal kurz die Augen zugemacht und abends ging es dann wieder. Da konnte ich dann anderthalb Stunden vernünftig aufnehmen. Hä? Nein, du sollst hier machen. So, Rathaus. Rathaus war hier. Ne, das war die Uni. Hier war das Rathaus. Rathaus von Oakmont. Alles klar? Wow. Da hätte ich ja theoretischerweise auch gleich rübergehen können. Also ich würde mal sagen, wird wahrscheinlich wieder keine halbe Stunde Folge sein, ist jetzt aber auch nicht ganz so schlimm. Ich würde jetzt einfach nochmal ja, mit ihm sprechen, falls ich ihn jetzt hier gleich finde. Und ich denke mal, dann wird die Folge auch vorbei sein. Aber erst mal gucken, ob er überhaupt da ist oder ob wir jetzt bloß irgendwie einen weiteren Hinweis erstmal kriegen. Ich gehe mal rein, vielleicht habe ich ja Glück. Ich hoffe nicht, dass es dann wieder gleich zur Schießerei kommt, sonst werdet ihr das sehen und dann ja. Werde ich wieder abbrechen. Hören Sie auf, mich zu belästigen, Neuankömmling. Warte. Ich bin doch jetzt richtig, oder? Ich muss mit ihm quatschen. Und ich bin im Rathaus. Okay, der wollte ja auch ins Rathaus. Mal gucken, da muss er ja irgendwo rumlungern. Das ist übrigens sehr geil aufgeräumt hier. Das kann man nicht anders sagen. Ah, okay, da ist er schon. Alles klar. Würde ich sagen, ich quatsche mal mit dem Typen. Ich hoffe, ich muss nicht erschießen oder sowas. Und ja, wir sehen uns dann morgen zu einer nächsten Folge von Sigis Citadel wieder. Entschuldigung. Also, bis dann. Guten Tag, Mr. Pierce. Mich hätten Sie hier wohl am allerwenigsten erwartet. Was machen Sie hier? Sie sollten im Gefängnis sitzen. Ich habe gute Freunde, die sich die Kaution für einen Mörder leisten können. Keine Sorge, ich will nur mit Ihnen reden. Nun gut, wie Sie wollen. Sie haben den Mörder gesehen. Sagen Sie mir, wer es war. Sie wollen wissen, wen ich gesehen habe? Einen verdammten Neuankömmling, der hereinstürmte, Johannes ermordete und dann einfach hinausschlenderte, als sei nichts gewesen. Sie scheinen felsenfest davon überzeugt zu sein, dass es ein Neuankömmling war. Was macht Sie so sicher? Glauben Sie mir. Ihr Oakmonter erkennen einen Neuankömmling auf den ersten Blick. Warum haben Sie mir den Mord in die Schuhe geschoben? Mit Verlaub, aber warum hätte ich es nicht tun sollen? Ein Freund von mir wurde ermordet. Hätte ich etwa schweigen sollen? Sie wissen, dass ich es nicht war. Ach, hören Sie doch auf, Reed. Ich habe Ihr Gesicht ganz deutlich gesehen. Oder wollen Sie etwa behaupten, dass es nicht Ihres war? Sie sind doch ein vernünftiger Mensch, Pierce. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Versuchen Sie etwa gerade einen Politiker zu bestechen, Mr. Reed? Wie kommen Sie darauf, dass ich mich darauf einlassen würde? Ich bin ein wenig überrascht. Von dem Milton Pierce, von dem ich gehört habe, hätte ich eine andere Antwort erwartet. Sei's drum. Aber mal ganz unter uns. Meine werte Mutter ist schon sehr alt und sie ist auch sehr reich. Ich werde sie schmerzlich vermissen, wenn sie nicht mehr unter uns weilt. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Tja, wie soll ich sagen, Mr. Reed? Meine Wahlkampagne ist aufgrund fehlender Finanzmittel ins Stocken geraten. Ach ja.
Das liebe Geld. Der finanzielle Druck scheint mir die Sinne vernebelt zu haben. Sicher würde ich manche Dinge klarer sehen, wenn sich meine Finanzlage entspannen würde. Gut möglich, dass mir dann bewusst werden würde, dass ich sie mit jemandem verwechselt habe. Und vielleicht würde mir dann sogar einfallen, mit wem. Wie können Sie nur so etwas vorschlagen? Ihre eigene Mutter ermorden lassen? Was sind Sie nur für ein herzloses Monster? Vergessen Sie's. Spielen Sie hier nicht den Moralapostel, Reed. Machen Sie einen kleinen Spaziergang am Meer und stellen Sie sich Ihre Exekution vor. Vielleicht ändern Sie dann ja Ihre Meinung. Das bezweifle ich. Wie Sie meinen, Sir. Ich gebe Ihnen dennoch diese Flasche hier und die Adresse meiner Mutter. Ach, und kommen Sie danach nicht hierher. Ich will nicht, dass die Leute mich mit Ihnen sehen.